Die historische Pflasterung am Wolfratplatz wurde unter Denkmalschutz gestellt. Die Hitzinger ÖVP setzte sich für den Erhalt der nur noch selten vorzufindenden Pflastersteine ein. Im Rahmen des Ober-St. Veit-Grätzl-Festes wurde die Hinweistafel enthüllt. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Pfadfinderjugend, die da herkommen sind heute, weil wir was Besonderes zu feiern haben. Es sind nämlich diese historischen Pflastersteine unter Denkmalschutz gestellt worden und wir wollen das heute noch offiziell dokumentieren mit einer Tafelenthüllung. Das war uns im Bezirk ganz, ganz wichtig, dieses alte Stück Ober-St. Veit zu erhalten und auch diesen Platz hier als Ensemble zu verdeutlichen. Das ist nämlich der fast allerletzte Rest in Wien, wo man diese geritzten Zelteln sieht. Die wurden so um 1900 errichtet, damit die Pferdekutschen einfach da rauffahren können, weil es da doch ziemlich steil ist. Im Bezirk kam sich dann mein Stellvertreter, der Christian Gerzerbeck, der heute leider nicht dabei sein kann, weil er krank im Bett liegt, und die Bezirksräte Klaus Daubeck und Niki Ebert, der sich immer für Ober-St. Veit einsetzt, dafür stark gemacht, diese Pflastersteine unter Denkmalschutz zu stellen. Klaus Daubeck wird jetzt so nett sein und ein bisschen was zu diesem Denkmalschutz vorgehen oder erzählen, was da so drinnen steht. Danke, liebe Frau Bezirksvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn es eröffnet wird, muss ich meine Eröffnungsuniform anziehen. Also das schaut dann auch Amtskappel aus, aber dem ist es nicht so. Auf einem Foto von 1908 ist der Bereich des Wolfratplatzes bereits gepflastert zu erkennen. Und aufgrund der Steilheit des Platzes wurde zur Rutschsicherung Steine mit mittiger Ritzung, so wie das so schön im Amtsdeutsch heißt, sogenannte geritzte oder Wiener Pferdepflaster eingesetzt. Diese besondere Pflasterung hat sich bis heute weitgehend unverändert erhalten. Anlässlich einer Rohrverlegung im Jahre 2012 wurde das Pflaster herausgenommen und nach Durchführung der Grabungsarbeiten wieder fachgerecht verlegt. Die den Wolfratplatz umgebenden Bauten lassen anschaulich den Charakter dörflicher Wohnbauten des frühen 19. Jahrhunderts erkennen. Die heute selten anzutreffende Pflasterung des Wolfratsplatzes mit geritzten Steinen ist ein straßenbautechnisches Dokument der Entwicklung auf diesem Gebiet in Wien um 1900. Im Zusammenhang mit der umliegenden Bebauung kommt der Pflasterung ein zusätzlicher kulturhistorischer Stellenwert zu. Und der Amtssachverständige schließt: Die Pflasterung des Wolfratplatzes ist daher von besonderer geschichtlicher und kultureller Bedeutung. Niki, sagst du auch noch ein paar Worte als Ober-St. Veiter? Also um die Eck wohnen, sehr gerne. Genau. Ich bin da ja aufgewachsen, einige, die hier sind, wissen das. Und bin mit Leib und Seele Ober-St. Veiter, werde ich immer bleiben, begeisterter Hitzinger. Ich freue mich sehr, dass die Silke auch mit dem Christian Gerzerbeck mit uns die Initiative ergriffen hat, das hier zu schützen. Ich denke, in den letzten Jahrzehnten, wo ich da gegangen bin, schon als Schulbub, bin ich manchmal gerutscht und das ist gut so. Und ich habe mir immer gedacht, okay, das soll vielleicht auch so bleiben, weil es ist so was Tolles, Altes, Eigentümliches, das soll nicht verschwinden hier am Wolfratplatz. Dann haben wir diesen Antrag gemacht, der ist Gott sei Dank angenommen worden, haben wir den Leiter des Denkmalamtes, den Herrn Diplomischer Damm hier getroffen vor Ort, und er hat auch gesagt, okay, er kann sich das vorstellen. Ich glaube, es gibt nicht oft die Möglichkeit, in Wien einfach eine Pflasterung unter Denkmalschutz zu stellen. Ich glaube, das ist jetzt auch einmalig, einzigartig. Darauf sind wir stolz. Ich danke auch allen, die gekommen sind. Genau. Und danke, der Silke. Komm mal her. Warte, wir müssen es spannend machen. Ja, genau. Wir müssen es aber spannend machen. Das kann man applaudieren. Alle hier her schauen. Zu mir schauen. Zu mir schauen. Zu mir schauen, bitte. Zu mir schauen. Ja. Die ist auch besonders nett geworden, ja, sehr schön. Und soll anregen, da mal vorbeizuschauen und das durchzulesen. Ja. Somit ein technisches Bodendenkmal in Ober-St. Veit eröffnet. Und wenn wir da drüber gehen, dann hier und da auch mit Stöckelschuhen, ärgern wir uns nicht, sondern denken, das hat einfach einen Sinn, dass das erhalten bleibt. Gerhard Kortisch, an dich ein großes Danke als Obmann der Ober-St. Veiter Kaufleute, ganz, ganz wichtig, weil ihr das ermöglicht. Dass diese herzlichen Dank. Ganz großartig. Danke auch, dass wir diese Tafelenthüllung damit einplanen haben dürfen, gleich ins Grätzlfest. Danke vielmals, Gerhard, für die große Hilfe. Gratuliere. Danke, danke.
Du warst recht, du hast 10 Groschen hinlegen. Ja. Ich habe nur 2 Groschen überkommen. Nein, die 10 hat jetzt, die waren schöner da. Ja, brauchst du noch eins? 10 Groschen, hast du uns mit, oder was? Ja, 10 Groschen. Das ist ein Glücks-10-Groschen. Ja, also damit wir die aufs Gleis legen können, gell? Das haben wir als Buben immer gemacht. Die haben wir hergelegt. Die waren dann aufs Gleis und die waren dann Schäfloch. Das sind schon groß. Ja. 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 Ja.